So, Freunde, heute gibt es Frikadellen mit Frischkäse, Ei natürlich, Zwiebeln, Pfeffer, Salz und los geht's. So, zuerst hauen wir erstmal alles rein hier, was wir brauchen. Zwiebeln, den Frischkäse, ganz wichtig, rein damit. Das Ei, rein damit. So, ein bisschen Salz brauchen wir noch. Pfeffer. Und dann vermatschen wir das Ganze. Wird dann ordentlich durchgeknetet. Und wenn wir das dann ordentlich durchgeknetet haben, was machen wir dann? Natürlich, wir machen die Fleischbällchen. Ich mache sie ein bisschen größer. Und dann schauen wir mal. Zack. So, und wenn ich die dann fertig habe, dann packe ich die in die Heißluftfritteuse und genau das mache ich jetzt. Und in ein paar Minuten schauen wir, was bei rausgekommen ist. So, dann einmal ab damit in die Fritteuse. In die Fritteuse deshalb, weil die Frikadellen in der Fritteuse, in der Heißluftfritteuse, einfach viel, viel geiler werden. Gut, stellen wir es ein. Wir gehen auf Airfry. Machen 180 Grad und dann starten wir das und los geht's. Und dann schauen wir mal. So, und jetzt schauen wir doch mal rein, was draus geworden ist. Schaut doch mal an, wie lecker die aussehen. Und jetzt schauen wir mal, wer macht's nach? Denkt dran, mit Frischquark und Zwiebeln schön würzen. Probiert's aus, ihr werdet sagen, die sind hammerlecker.